deswegen brauchen wir diese Rettungswesten nachher wieder. Die sollen runter ins zentrale Mittelmeer. Gebt sie also wieder ab. Wer am Ende der Demo seine Rettungsweste behält, ist höchstpersönlich dafür verantwortlich, selbst die Zäune einzureißen, damit wir diese Rettungswesten nicht mehr brauchen. So viel zum organisatorischen Disclaimer. Ich habe mir heute diesen albernen orangen Anzug angezogen. Das war das einzige Orange, was ich gefunden habe bei mir zu Hause. Eigentlich war der schon gepackt für Malta. Das ist ein Flight Suit, wie wir den aus Sicherheitsgründen bei unserem Einsatz mit unserem Aufklärungsflugzeug tragen. Dieses Aufklärungsflugzeug ist ähnlich wie unsere Schiffe seit wenigen Tagen in Malta gegroundet. Wir haben das jetzt schwarz auf weiß. Es werden keine Such- und Rettungsoperationen genehmigt, außer im Auftrag des Staates oder auf Anfrage eines anderen Staates, haben uns die maltesischen Behörden mitgeteilt. Die europäischen Regierungen wollen also keine Seenotrettung. Die wollen die Menschen lieber ertrinken lassen und das ist schäbig. Es ist schäbig, wenn Europa mehr dafür tut, Seenotrettung zu verhindern, als gegen das Sterben auf dem Mittelmeer. Der Juni 2018 war der tödlichste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen. In der letzten Woche gab es jeden zweiten Tag ein Bootsunglück. Und da kann sich auch niemand aus der Verantwortung ziehen. Diese Toten gehen auf das Konto von Horst Seehofer persönlich. Aber nicht nur von dem. Angesprochen sind auch die sogenannten Sozialdemokraten in der Bundesregierung. Diese Toten gehen auch auf das Konto von Andrea Nahles, die über jedes Stöckchen springt, das sie von den Rechtspopulisten aus Bayern hingehalten bekommen. Anstatt sich von Heimathorst wie die Sau durchs Dorf treiben zu lassen, muss die SPD für eine Versachlichung der Diskussion sorgen. Nicht die Flüchtenden, sondern die unsägliche Ausgrenzungsrhetorik von Heimathorst und Co. haben Europa genau dahin gebracht, wo es jetzt steht, am Abgrund. Wir müssen aufhören, uns von einem Angstdiskurs treiben zu lassen. Wir müssen raus aus der Verteidigungshaltung. Und es gelingt uns hier heute. Wir sind hier viele Tausend und es ist gut so. Und wir haben dem was entgegenzusetzen. Es gibt nämlich eins, darüber bin ich mir mit Heimathorst einig. Wir müssen gegen rechtsfreie Räume vorgehen. Diese rechtsfreien Räume befinden sich aber nicht an der bayerisch-österreichischen Grenze. Der größte rechtsfreie Raum momentan ist die mittlerweile von der IMO notifizierte libysche SAR-Zone, wo die libysche Küstenwache als Handlanger der europäischen Abschottungspolitik, die hier drüben mitverantwortet wird, die Drecksarbeit erledigt. Und zwar im Auftrag auch der Bundesregierung. Täglich das Völkerrecht bricht dort. Und ein weiterer rechtsfreier Raum ist derzeit Malta. Unser Flieger ist startklar und unser Schiff ist auslauffertig. Unsere Crew steht bereit und wir haben die beste Kapitänin der Welt. Wer Rettungskräfte behindert, ist mitschuld, wenn Menschen sterben. Im Strafgesetzbuch steht unter § 323c, strafbar handelt, wer eine Person behindert, die einem Dritten Hilfe leistet oder leisten will. Wer einen Krankenwagen behindert, zu einem Verkehrsunfall zu fahren, der muss sich dafür zu Recht vor Gericht verantworten. Aber genau das passiert im Moment in Malta. Und deshalb sollte sich auch der Bundesinnenminister vor Gericht verantworten müssen, weil der hat genau das im Bundestag vor einer Woche gefordert. Ein Rechtssystem, das nicht dazu in der Lage ist, einen Bundesminister, der das Sterbenlassen anordnet, zur Verantwortung zu ziehen, macht sich lächerlich. Und genauso eine mitregierende SPD, die ihm das durchgehen lässt. Und deswegen sind wir heute hier gegen rechtsfreie Räume, gegen das Sterbenlassen, für Seenotrettung und für ein solidarisches Europa. Danke, dass ihr dabei seid. Und jetzt ganz zum Schluss habe ich noch einen wichtigen Punkt. Wir haben derzeit 3 Schiffe auf Malta. Die Crews sind auslauffertig und ich will Ihnen jetzt live hier einen Gruß von euch zukommen lassen. Ich nehme das jetzt gleich mal auf, einen Moment. So. Und jetzt macht mal Lärm für die Crews von der Seefuchs, die Crew von der Lifeline, die Crew von der Mundhörn und die Crew von der Simon-Schrei. Wir sind auslauffertig und wir werden uns nicht weiter aufhalten lassen und dafür stehen wir gemeinsam ein. Vielen Dank. Vielen Dank an die Seebrücke, dass Sie das hier möglich gemacht haben. Vielen Dank, dass Sie alle mit uns da seid und dass wir einen Schlussstrich setzen unter die Abschottungspolitik der Europäischen Union möglichst bald.